Hallo und willkommen zurück. Achtung, es scheppert kurz. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Lesson in unserem Let's Code Swift. Ich knüpfe jetzt ehrlich gesagt nochmal an unsere Dictionary-Geschichte aus der letzten Lesson an. Das, was ich jetzt heute mache, hätte man auch noch, ich weiß, in die vorige Lesson packen können. Ich hoffe, jetzt lyncht mich keiner, dass ich dafür eine eigene Lesson mache. Die wird schätzungsweise auch nicht so lang. Nur ich habe ja schon oft genug gesagt, ich will jetzt hier nicht so die Überlänge machen. Und ich hatte es, wie ich jetzt die letzte Lesson zu Dictionaries aufgenommen hatte, wirklich nicht auf dem Schirm. Trotz meiner tollen Liste, das ist irgendwie untergegangen. Und habe mir jetzt gedacht, ja okay, schneidest du es jetzt noch rein in die alte Lesson mit der Gefahr, dass die dann 30 Minuten wieder dauert. Und habe mir dann gedacht, ach komm, nee, machst du eine eigene kleine Lesson dafür. Ja, und so soll das Ganze sein. Deswegen sind wir hier und treffen uns nochmal zu einem abschließenden Thema in Bezug auf die Dictionaries. Genau, das wollte ich sagen. Und zwar geht es um das Auslesen aller Werte eines Dictionaries, beziehungsweise, Entschuldigung, aller Schlüsselwertpaare, so rum, eines Dictionaries mit Hilfe einer For-In-Schleife. Wir haben das ja auch schon gesehen bei Strings, da haben wir die Character ausgelesen mittels For-In. Bei Arrays und Sets haben wir es gesehen, da haben wir dann einfach alle Elemente ausgelesen mittels For-In. Und die For-In-Schleife können wir nämlich auch genauso hier in Bezug auf Dictionaries verwenden. Und das möchte ich zeigen, zumal es da eben auch noch die ein oder andere Besonderheit gibt, die das auch ein bisschen umfangreicher macht, wie es jetzt zum Beispiel bei Arrays der Fall gewesen ist. Ja, und dann fangen wir auch mal direkt an. Basis des Ganzen ist ja wie immer bei der For-In-Schleife, wir brauchen einen Wertebereich. Und bei Dictionaries kann man nun Folgendes tun. Dictionaries verfügen nämlich über folgende Eigenschaften. Die haben einmal eine Eigenschaft, die nennt sich Keys. Und die haben auch eine Eigenschaft, die nennt sich Values. Ich paste das jetzt hier einfach mal rein. Und wie der Name schon andeutet, enthält Keys die Schlüssel eines Dictionaries. Ja, also das sind hier in diesem Fall, was ich schon vorbereitet habe, die Integer 8, 19, 22. Und Values enthält alle Werte eines Dictionaries. Das sind hier die Strings 8, 19, 22. Und die kann man als Basis für einen Wertebereich einer For-In-Schleife verwenden und kriegt dann diese Elemente. Das heißt, ich kann jetzt Folgendes tun. Ich kommentiere das gerade mal aus und lasse das mal stehen, dass man es hier so quasi als Übersicht auf dem Schirm hat. Wenn ich alle Schlüssel auslesen möchte von einem Dictionary, kann ich sagen, okay, wir machen eine For-In-Schleife und als temporäre Konstante nehme ich hier einfach mal den Wert Key. Ja, da sage ich, okay, jeder Schlüssel wird hier in der temporären Konstante Key gespeichert. In Numbers Keys, das ist diese Eigenschaft, auf die ich zugreifen muss. Und jetzt habe ich hier eine Schleife erstellt, die eben für jeden Schlüssel, den dieses Dictionary hat, einmal durchlaufen wird. Und dann kann ich zum Beispiel hergehen und sagen, alles klar, Entschuldigung, gib mir doch diesen Schlüssel einmal aus. Mache ich hier einfach ein Print-Statement und pack da den Schlüssel rein. Oh, und dann gucken wir, dass hier der Playground rödelt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der rödelt sich gerade schon wieder zu Tode. Es hat in der letzten Lesson alles so schön geklappt, ne? Aber das ist hier gerade, das ist Tod und Verderben. Ich glaube auch, das Schöne ist, du kriegst den dann auch nicht, du kriegst den nicht ruhig gestellt, ne? Also ich mache ehrlich gesagt nicht so viel mit Playgrounds, deswegen kann auch sein, dass ich vielleicht irgendwas übersehe, aber ich habe eher das Gefühl, dass die da ein bisschen buggisch sind. Also falls es da noch irgendwelche Tipps oder Kniffe gibt, ja, wie man zum Beispiel dann Playgrounds zwingen kann, jetzt einfach mal hier die Fresse zu halten, Entschuldigung, auf gut Deutsch, dann immer gerne her damit, aber ich glaube, hier ist gerade alles verloren. Entschuldigt mich für einen Moment. Ich bin dann noch einer, ich schieße dann immer die komplette App ab, weil irgendwie, ja. Es gibt Dinge, Freunde, die scheinen mit Xcode einfach nicht besser zu werden. So, gucken wir mal jetzt. Ja, launch deinen Simulator, das wäre echt nice. Wir sind ja hier nicht auf einer Kaffeefahrt, ne? Das ist hier todernste Arbeit. Ja, aber Xcode muss ich immer querstellen. Nee, das gibt es ja nicht. Wisst ihr was, ich trinke gerade hier. Ich habe noch Kaffee. Der ist zwar schon kalt, aber das macht nichts. Hey, geil, Freunde. Guck mal einer an. Schon geht's. Ich mach's mal ein bisschen größer. Ja, wobei, da steht schon alles drin. Ja. Wir sehen also, ne, wir haben hier ja insgesamt drei Schlüsselwertpaare. Das heißt auch logischerweise drei Schlüssel, klar. Und das bedeutet eben, okay, mit dieser Eigenschaft Keys eines Dictionaries als Wertebereich können wir eben wirklich eine Schleife erschaffen, die für jeden Schlüssel einmal durchlaufen wird. Und wir sehen eben auch, zack, die Dinger werden dann entsprechend ausgegeben. Und das können wir dann auch umgekehrt für die Werte machen.
Da deklariere ich mal eine temporäre Konstante, die nenne ich Value passenderweise. Und als Wertebereich geben wir dann das Dictionary mit der Eigenschaft Values an und machen wieder genau dasselbe Spielchen. Ja, und dann schreibe ich einfach hier mal rein Wert und übergebe dort dann eben den Wert aus der temporären Konstante. So, und ich hoffe, dass ich jetzt nicht den Playground wieder hier komplett abschießen muss. Oh, ein Syntaxfehler. So, und hier sind wir auch schon dabei. Ne? Also wir sehen hier am Anfang wieder die Schlüssel, die ausgegeben werden. Und sehen dann entsprechend hier die Werte, die ausgegeben werden. Also gleiches Spielchen, nur dass wir diesmal die Eigenschaft Values benutzen, um auf alle Werte zuzugreifen. Das ist Punkt 1. Das wollte ich eben einfach mal zeigen, wie man eben alle Schlüssel bzw. alle Werte auslesen kann von einem Dictionary. Aber natürlich werdet ihr jetzt womöglich vollkommen zu Recht sagen, das ist ja voll ätzend, wenn man alle Schlüsselwertpaare haben will. Ja, weil dann will man hier irgendwie alle Schlüssel durchlaufen und holt sich dann dazu den Wert. Oder wie macht man das dann, wenn man einfach das komplette Paar auf einmal haben will? Und dafür gibt es natürlich eine Lösung. Ne, das ist klar. Ich lasse es trotzdem... Ich lasse es mal stehen, wir kommentieren es nochmal aus. Und es gibt nämlich, das ist nämlich die dritte Möglichkeit, wie man so ein Dictionary in einer For-In-Schleife verwenden kann, nämlich indem man eben genau das, diese Information aus beiden Elementen, die Schlüssel und den Wert, sich eben rausholen kann. Und dazu, ich fange hier mal an, ich lasse mal diese temporäre Konstante noch leer, ja, also das, was dann den jeweiligen Wert bekommt pro Durchlauf, das heißt eben jeweils immer dieses Schlüsselwertpaar und gebe jetzt erstmal an, also vor, blub, da kommt irgendwas rein, dazu kommen wir gleich und dann das Dictionary, ja, das können wir genauso machen, so kennen wir das auch von den Arrays, da haben wir einfach das komplette Array, zack, reingegeben als Wertebereich und wir können in so einer For-In-Schleife auch tatsächlich ein komplettes Dictionary reinhauen und das bedeutet dann, alles klar, diese Schleife wird durchlaufen für jeden Schlüsselwertpaar, also bei diesem Beispiel insgesamt dreimal und die temporäre Konstante, die wir hier haben, bekommt genau diese Information, die bekommt das Schlüsselwertpaar. Da haben wir nur ein Problem, weil was für ein Typ ist das denn? Denn ein Schlüsselwertpaar setzt sich ja aus zwei Elementen zusammen. Und in dem Fall sind die nicht mal vom selben Typ. Das könnte theoretisch sein, ja. Man kann natürlich ein Dictionary machen, dessen Schlüssel und Werte vom gleichen Typ sind, ist aber hier nicht so. Wir haben als Schlüssel Integer und als Werte Strings. Und dann ist natürlich die Frage, ja, holla die Waldfee. Zum einen, es sind zwei Informationen. Auch das muss man ja irgendwie unterscheiden von zwei unterschiedlichen Typen. Wie machen wir das? Und ich schreibe das jetzt einfach mal hin und sage dann was dazu. Wir haben hier, jetzt lernen wir quasi einen neuen Typ kennen und der kommt, wenn mich nicht alles täuscht, auch tatsächlich in den nächsten Lesson im Detail dran. Und das ist ein sogenanntes Tuple. Ich bin mir nicht sicher, auch wenn man so auf deutschsprachigen Programmierseiten unterwegs ist, ich habe auch schon öfter Tuple gelesen, also wirklich Tuple, so wie man es spricht. Ich sage immer Tuple. Wir können gerne darüber diskutieren, wie hier die richtige Aussprache ist. Für mich ist das ein Tuple, ja, kein Tuple. Aber das tut jetzt eigentlich auch gar nichts zur Sache. Was auch immer, ob Tuple oder Tuple, vollkommen egal. Das ist... Ich glaube, eine ziemliche Besonderheit in Swift. Es gibt sicherlich auch dieses Konstrukt in anderen Programmiersprachen in gleicher oder ähnlicher Form. Ich persönlich habe es aber so erstmals in Swift gesehen. Und das bedeutet, wir haben hier einen Typ, der mehrere Werte entgegennimmt. Ja? Also wir haben hier sozusagen, ich kann das ja auch mal demonstrieren, schon mal so als Einstimmung auf das, was dann in den nächsten Lesson kommt. Wir kennen ja solche Dinge. Ja, wir haben hier eine Konstante erstellt, 19, mit einem Integer-Wert. Das könnte man aber auch wie folgt machen. Ja, indem man hier, das ist auch ein Wert in Swift. Man kann also mehrere Werte, Komma separiert, hier in runde Klammern einfassen und daraus einen Wert machen. Und das bezeichnet man eben als Tuple. Das ist jetzt wirklich einfach nur mal so der Basic, dass man das mal gesehen hat, dass man in Swift eben die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich brauche jetzt hier mehrere Werte, Entschuldigung, die ich zusammenfassen muss in einen Wert, ja, damit ich den Variablen oder Konstanten zuweisen kann und dann kann ich das in ein Tuple verpacken. Man könnte zum Beispiel Adressinformationen nehmen, ne? Als Beispiel, wenn ich jetzt, oder warte, machen wir das mal als Neues, ich könnte ein Tuple Address machen und da könnte ich jetzt zum Beispiel dann eben den Namen reinschreiben. Thomas Sillmann, das ist der erste Wert. Und dann könnte man die Straße reinschreiben und so weiter und so fort. Ja?
Das ist eben ein Tuppel, einfach eine Zusammenfassung von mehreren Werten. Das jetzt eben einfach als Basic, das wie gesagt in der nächsten Lesson dann ausführlicher, die Tuples. Und genau das ist auch, was hier passiert, denn beim Dictionary ist ja genau das gleiche der Fall. Wir haben hier zwei Werte, wir haben den Schlüssel und wir haben einen zugewiesenen Wert. Das sind zwei unterschiedliche Informationen und wenn ich also diese Schlüsselwertpaare eines Dictionaries auslese, muss ich diese beiden Informationen ja irgendwie speichern. Und das können wir mit einem Tuple machen und was hier einfach passiert ist, diese erste temporäre Konstante, die wir in dem Tuple haben, bekommt den Schlüssel. Deswegen habe ich die hier auch passenderweise Key genannt. Und der zweite Wert in diesem Tuple bekommt dann den passenden Wert. Deswegen habe ich das Value genannt. Und das Schöne ist jetzt, dass wir dann eben an dieser Stelle einfach hergehen können und diese beiden Informationen ausgeben können. Ich kann dann hier eben sagen, oder was, wir schreiben gar nicht Schlüssel. Wir schreiben einfach, wir geben hier einfach den Key aus. Zack. Doppelpunkt. Und weisen den passenden Value zu. Und dann haben wir alles auf einmal. Wenn hier der Playground sich erbarmt. Und es läuft. Und sehen jetzt, durch diese eine Schleife haben wir jetzt beide Informationen. Wir kriegen also dann wirklich dieses komplette Schlüsselwertpaar und können dann mit den Informationen machen, was wir wollen. Ja, das ist jetzt einfach mal der einfache Fall, um eben zu zeigen, ja, wir haben jetzt hier diese passenden Schlüsselwertpaare und sehen, was eben in denen drin steht. Und ja, müssen nicht diesen Weg gehen, speziell irgendwie erst die Keys auszulesen und daraus die Values zu holen, ne, sondern können das in eine For-In-Schleife verpacken. Ich finde es trotzdem wichtig und ganz interessant zu sagen, okay, oder zu sehen, ja, es gibt auch die Möglichkeit, nur explizit auf die Schlüssel zuzugreifen oder nur explizit auf die Werte mithilfe dieser Eigenschaften, weil es sicherlich Szenarios geben mag, wo wirklich nur die Werte relevant sind und einem die Schlüssel vollkommen egal sind. Ne? Gerade Dictionaries, wie gesagt, sind ja in gewisser Weise ähnlich wie Arrays. Ja? Nur, dass eben wir keinen Index haben, sondern einen Schlüssel, um die Werte anzusprechen. Deswegen in manchen Situationen sagt man womöglich, okay, mich interessieren die Schlüssel gerade gar nicht, ich will alle Werte haben. Dann kann man hier eben die Eigenschaft Values nutzen. Umgekehrt, wenn es Szenarios gibt, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt mal alle Schlüssel auslesen, weil ich zum Beispiel gucken will, ob ein bestimmter Schlüssel drin ist, solche Dinge, ja, dann kann man das hier auch mit dieser Eigenschaft benutzen. Und wenn man beides braucht, dann ist das eben der Weg, einfach das Dictionary als Wertebereich für die For-In-Schleife zu übergeben und das Ganze dann hier über ein Tuple abzubilden. Entschuldigung, das war das Wort zum Sonntag. Nein, dann sind wir hier tatsächlich auch fertig. Hat doch auch wieder ein bisschen gedauert, ne? 12 Minuten, ja. Also da bin ich doch auch froh, dass ich das nicht noch in die letzte Lesson gepackt habe. Und dass wir uns das hier jetzt nochmal in Ruhe in einer eigenen Lesson angesehen haben. So kann man also Dictionaries mit einer For-In-Schleife durchlaufen, kann auf alle Werte und Schlüssel und Schlüsselwertpaare gemeinsam zugreifen. Und wir hatten jetzt auch schon mal eine kleine Vorschau auf die Tuples. Wie gesagt, wenn mich nicht alles täuscht und wenn nicht alles irgendwie den Bach runtergeht, dann ist das große Thema der nächsten Lesson. Da gucken wir uns dann mal die Tuples im Detail an. Oder Tuples, ich weiß es nicht. Könnt mir ja euren Favoriten in den Kommentaren da lassen, wenn ihr wollt. Okay, in diesem Sinne, ganz vielen Dank fürs Zuschauen. Hat wieder jede Menge Spaß gemacht mit euch. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Lesson wiedersehen. Also dann, habt eine schöne Zeit, Freunde, und bis zur nächsten Lesson. Ciao!